Hallo, mein Name ist Jim Panzo und ihr seht ein kleines Update-Video, warum jetzt in letzter Zeit keine Videos von mir auf Commander Kriegers Kanal online gegangen sind, wie es jetzt mit Battlefield 4 weitergeht und was wir mit dem Dienstag Planet Zeit 2 Live-Event zusammen Zocken-Ding machen wollen, können, sollen und so weiter. Aber wir fangen einfach mal mit dem Hintergrund an, nämlich mit dem Gameplay, das ihr hier gerade seht und das muss ich hier mal eben kurz ablesen. Das ist erspielt worden von dem Supixma oder Supixma oder Supixen. Keine Ahnung, er hat gespielt Battlefield 4 und zwar im Conquest, also beziehungsweise im Domination-Modus. Natürlich live erspielt hier während der Battlefield 4 Beta auf der PlayStation 3. Deshalb habe ich es nämlich mit reingenommen, weil es ein Gameplay ist, das mich erreicht hat von einer Konsole, von der PlayStation 3, um genau zu sein. Und wenn ihr euch Battlefield 3 für die PlayStation bzw. für die Xbox holen wollen würdet, findet ihr unten drunter in der Videobeschreibung die Links dafür. So, er hat hier noch geschrieben, er hat ein bisschen taktisch auf dem Dach gewartet und am Ende ein bisschen gerusht. Also ich finde, das Gameplay ist schon recht abwechslungsreich und das ist nicht so, dass er hier den Großteil des Videos oben auf dem Dach rumgekämmt hat. Schaut es euch an, ich finde es eigentlich ganz cool, deshalb habe ich das Ganze ausgewählt und natürlich auch, weil es wieder hier gerade von der Zeit extrem reingepasst hat, beziehungsweise weil ich auch dieses Mal ein Konsolen-Gameplay haben wollte. So, jetzt mal eben kurz hier zurückklicken. Ja, ich bin krank gewesen. Für alle von euch, die es nicht mitbekommen haben, und das fällt mir schwer, das zu glauben, weil ich habe es wirklich an vielen Stellen rausgehauen. Also ich habe es bei Facebook gepostet, ich habe es bei Google Plus reingesetzt, bei Twitter stand es, meine ich, auch mal irgendwo kurz zwischendurch. Ich habe ein Video rausgehauen auf meinem eigenen Kanal mit, warum ich jetzt nicht nach Stockholm fliegen kann, beziehungsweise, dass ich krank bin. Ich verlinke das hier auch nochmal unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch die Infos da nochmal reinziehen. Aber ein Großteil von euch scheint mich auch nur hier auf Commander Kriegers Kanal anzuschauen und nicht direkt zu folgen. Das ist okay, damit kann ich leben. Nur dann gehen euch natürlich auch solche Informationen, wenn mal was außer der Reihe passiert, so ein bisschen verloren. Also entweder bei Facebook auf den Like-Button klicken oder eben meinen eigenen Kanal noch mit abonnieren. Seitdem es jetzt diese lustigen Gruppierungsfunktionen bei YouTube gibt, dass man da verschiedene Gruppen anlegen kann, kann man im Prinzip sowieso jetzt 1000 Millionen Leute abonnieren und dann nur noch die verschiedenen Gruppen durchklicken. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, sucht einfach mal bei YouTube danach. Das findet ihr im Prinzip, glaube ich, sofort. Auf diese Weise kann man jetzt verschiedene Gruppen anlegen und dann entsprechend seinem Bock drauf dann die entsprechenden Gruppen sich halt nur anschauen, beziehungsweise dass sie den Abos machen. Aber darauf wollte ich jetzt gerade gar nicht sprechen. Also, ich bin nicht in Schweden gewesen, ich war nicht auf dem Stockholmer Live-Event. Für alle von euch, die ein paar Leuten bei Facebook folgen, die werden das gesehen haben, dass beispielsweise Fabian Siegesmund fleißig gepostet hat, wie er unterwegs gewesen ist. Finde ich persönlich sehr geil, wie er das gemacht hat, mit so ein paar kleinen, Bildern, die er von unterwegs gepostet hat und auch seinen ersten Videos, die man jetzt im Vorfeld schon dazu gesehen hat. Genauso hatte ich mir das gedacht und genauso hatte ich mir das vorgestellt. Ich habe in meinem Video auf meinem eigenen Kanal mit meiner Erklärung dazu, warum ich so krank, was ich jetzt hatte oder wie ich jetzt, warum ich jetzt nicht hinfahren konnte, habe ich auch nochmal gepostet, was ich alles an Hardware hätte mitnehmen wollen. Also sprich beispielsweise eine AvaMedia Live Gamer sehe ich hier noch neben mir rumliegen, ein Lumina Handy zum so als Camcorder Ersatz, da poste ich demnächst auch nochmal so ein paar kleine Testvideos bei mir, um sich so ein bisschen von der Qualität von dem Teil zu überzeugen. Und ein Notebook habe ich ja auch noch nebenan rumfliegen, das ich mir noch ausgeliehen habe für dieses Event, weil ich persönlich bin kein Mobil-User mehr in dem Sinne. Also ich habe früher immer richtig gute und fette Notebooks gehabt, aber im Moment habe ich meine ganze Kohle hier rechts neben mir in meinen Gaming-PC gesteckt und da ist nicht mehr genug Kohle für ein ordentliches Notebook übrig geblieben. So, ja, was geht jetzt in nächster Zeit bei mir ab? Ich bin im Prinzip wieder fast fit. Ich habe noch so ein bisschen Husten und den ganzen Scheiß. Das wird mich wahrscheinlich noch ein paar Tage verfolgen. Aber im Großen und Ganzen geht das jetzt wieder los. Ich habe mir so eine kleine Auszeit jetzt gerade genommen, um mich so ein bisschen zu kurieren. Das heißt, auf meinem Kanal war es ein bisschen stiller und bei Commander Krieger natürlich auch. Die letzten 3-4 Tage gab es da keine Videos. Und ich schiele hier immer rechts rüber zu diesem Gameplay, weil ich das natürlich auch sehen möchte. Natürlich muss ich zwischendurch auch mal ein bisschen in die Kamera schauen, damit ihr mich auch seht. Aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt wieder fit und kann natürlich jetzt loslegen. Deshalb seht ihr dieses Video hier zuerst wieder auf Commander Kriegers Kanal. Ja, ich habe recht viele Nachrichten bekommen, was jetzt los ist und wie es weitergeht und warum keine Videos mehr von mir bei Krieger hochgeladen worden sind. Deshalb poste ich das jetzt halt hier, um da einmal grundsätzlich zu sagen, wie es jetzt hier weitergeht, nämlich ganz normal. Also ich werde mir wieder Mühe geben und mit euch spielen wollen und natürlich raushauen, was es jetzt demnächst zu Battlefield 4 zu berichten gibt. Außerdem habe ich jetzt wieder eine Frage und eine kleine Aufgabe für euch in diesem Video, denn Dienstag, der interessierte Zuschauer wird es wissen, spiele ich normalerweise immer Play
Planetside 2. Das wollen wir morgen natürlich auch nochmal machen, gar keine Frage. Aber ich möchte gerne wissen, habt ihr Bock auf Planetside 2 oder sollen wir jetzt übergehen zu einem weiteren Spiel und das Fest jeden Dienstag zusammen in so einer Art großen Community zusammen zu zocken? Das könnte beispielsweise Battlefield 4 sein, das könnte aber auch ein anderes Spiel sein. Und ich werde das so machen. Ich werde unter dem Video hier zweimal kommentieren, nämlich einmal, ja, wir wollen alle weiter Planetside 2 zusammen zocken, macht das bitte per Livestream, zieh das bitte ganz groß auf und wir stehen dahinter. Da könnt ihr drauf voten, dass dieser Kommentar nach oben gewotet wird. Oder ich poste darunter noch einen zweiten Kommentar mit dem Wortlaut in etwa so, nee, Planetside ist jetzt eh nicht so richtig mein Ding, hau mal lieber irgendwas anderes raus, beispielsweise Battlefield 3 oder Battlefield 4 oder irgendwie sowas. Dann werden wir das demnächst machen. Warum ich das mache, ist eigentlich ganz einfach. Bei Planetside habe ich so das Gefühl, dass der Großteil da, ich sag mal, so neutral zu aufgeschlossen ist und nur ein, ich sag mal, relativ, ja, krasser Kern da richtig Bock drauf hat, das zu zocken. Ich persönlich habe da Bock drauf, nur ich merke es bei mir selber, mir fehlt zwischendurch immer wieder so ein bisschen die Zeit und gerade wenn jetzt Battlefield 4 rauskommt und demnächst natürlich auch noch Call of Duty Ghosts und dann nächstes Jahr noch Titanfall, dann weiß ich genau, dass ich Planetside nicht mehr so häufig zocken kann, wie ihr das macht. Ich weiß ja, dass auf unserem Teamspeak fast jeden Tag Leute sind, die Planetside 2 zocken. Also wenn ihr da Bock drauf habt, ihr seid immer eingeladen, kommt auf den Teamspeak, geht in den Channel, sprecht euch kurz ab, kommt mit in das Platoon rein und zockt, was das Zeug hält, weil es ist ein wirklich geiles Spiel. Und auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch die Spiele zusammen zocken, die jetzt gerade richtig aktuell sind, die richtig, also eine richtig starke Community hintersteht, wo man Live-Events machen kann. Und das geht bei Planetside natürlich auch. Aber mein Problem mit Planetside an sich, und das war von Anfang an so, ist, es gibt keine Runden. Man kann quasi 24 Stunden am Stück spielen. Das kann sehr geil sein zwischendurch. Aber gerade dann, wenn man lieber mal, ich sag mal so alle Viertelstunde oder alle 20 Minuten, auch meinetwegen jede Dreiviertelstunde oder jede Stunde, mal lieber so eine kleine Pause haben möchte, dann muss man sich bei Planetside im Prinzip an die Seite stellen und Angst haben, dass man irgendwie wegen Idle Time rausgeschmissen wird und muss sich jetzt wieder einloggen und bla 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 bla. Deshalb meine Frage, sollen wir Planetside 2, das Live-Event, weiter zocken? Schreibt hier unten in die Kommentare, was ihr anstelle dessen zocken wollen würdet oder sehen wollen würdet, beispielsweise Battlefield 4 oder halt eben Call of Duty Ghosts, dann auch mit einem eigenen Server beispielsweise auf beiden Systemen und votet meine Kommentare hoch dazu, eins meiner beiden Kommentare natürlich nur, ob ihr das Ganze sehen wollt oder ob ihr von Planetside jetzt erstmal so ein bisschen genugt habt. Wenn das der Fall sein sollte, werden wir Planetside halt so ein bisschen an den Rand schieben und es natürlich auch noch weiter zocken, aber nicht mehr so groß aufziehen. Der Dienstag soll für mich der feste Community zusammen Zockentag sein. Ich weiß nicht, ob Dienstag dafür der perfekte Tag ist, aber gerade wenn man so in Richtung Wochenende geht, dann gibt es noch jede Menge größere Livestreamer und jede Menge größere Kanäle, die mir da so ein bisschen dazwischen funken. Und deshalb habe ich mir gedacht, in der Woche, nicht an einem Montag, ist für mich eigentlich die beste Wahl. Und deshalb bin ich für mich auf den Dienstag gekommen. Ich glaube, das war damals so eine kleine Kurzschluss-Reaktion. Und wichtig für mich ist halt zu wissen, wie ihr dazu draußen steht, die dieses Video jetzt hier alle sehen. Also, erste Frage, habt ihr Bock, Planetside 2 weiterzuzocken als großes Live-Event, das wir jeden Dienstag hier zusammen aufziehen? Ja oder nein? Votet meine Kommentare dazu hoch. Oder, und natürlich als zweites, kommentiert unter das Video, was ihr anstelle dessen sehen wollen würdet. Es sind im Prinzip alle Spiele erlaubt. Ihr könnt mir auch reinschreiben, ob das auf dem PC oder der Konsole gemacht werden soll, weil der interessierte Zuschauer hat es ja auch mitbekommen. Ich überlege mir zum Jahresende jetzt eine Konsole zu holen und es geht langsam in richtig großen Schritten in diese Richtung. Und wenn ich jetzt halt merke, der Großteil dieser Zuschauer ist jetzt Xbox-Fans beziehungsweise zockt auf der Xbox, dann werde ich natürlich eher in die Richtung Xbox One gehen. Oder ich sehe jetzt hier, alles klar, der Großteil ist hier halt PlayStation-Zocker, dann werde ich wahrscheinlich eher in die Richtung PlayStation 4 gehen. Aber ich werde jetzt hier nichts versprechen, das ist nur eine kurze Ankündigung. Das, was ich jetzt hier an Informationen im Vorfeld einhole, ist für mich schon mal so ein kleiner Richtwert, in welche Richtung sich das überhaupt bewegt. Und ich sag's mal so, ich bin nicht eingeklemmt in irgendeine bestimmte Richtung. Also ich muss mich jetzt nicht hundertprozentig darauf einschießen, jetzt unbedingt eine PlayStation zu kaufen oder eine Xbox zu kaufen. Ich hab's auch schon mal gesagt, ich bin auf der Xbox und auf den Konsolen, bin ich kein Shooter-Mensch. Das heißt, auf den Dingern werde ich dann eher sowas spielen wollen, wie GTA beispielsweise, was es noch nicht für einen PC gibt und wo es auch sehr viele Gerüchte gibt, ob es das überhaupt für den PC geben könnte oder was auch immer. Und deshalb ist das im Moment so ein bisschen ein großes Hackmack. So, was ich von euch wissen will, wisst ihr mittlerweile.
Planetside 2, sollen wir es weiterzocken? Schreibt es mir bitte unten in die Kommentare mit rein, was wir anstelle dessen zocken wollen. Und voten meine beiden Kommentare mit Ja oder Nein halt hier mit rein. Ich sage das deshalb so häufig, weil das öfter mal dazwischen weg durchgegangen ist. Dann, ich war jetzt die letzten Tage so ein bisschen krank, ein bisschen heftig krank sogar. Und es geht jetzt im Prinzip weiter, sowohl auf meinem Kanal als auch auf YouTube, Facebook, Facebook, Google Plus und natürlich auch Twitter, als auch auf meinem Kanal und hier bei Commander Krieger. Und wie es jetzt weitergeht, ist natürlich im Prinzip auch schon mehr oder weniger ganz klar. Es wird jede Menge Battlefield 4 Zeug geben. Es wird die Möglichkeit geben, wieder ganz spontan mit uns, mit meinem Clan, mit mir zusammen Battlefield 4 zu zocken. Da werden wir regelmäßig jetzt auch wieder kleine Stream-Aktionen machen, die ich ganz kurzfristig ankündige, ganz normal bei Facebook mit, hey, es geht wieder los, geht hier voll an den Start. Ich werde das natürlich auch zwischendurch mal per Video ankündigen, damit wir ein bisschen mit mehr Leuten halt zusammen zocken können, beziehungsweise dass wir auch noch mehr Zuschauer haben. Und das werde ich dann immer so ein bisschen mischen, manchmal auf meinem Stream-Account, manchmal bei dem von Commander Krieger, um da das so ein bisschen gerecht zu werden, das auf allen beiden zu machen. Weil ich verstehe natürlich, dass man mich nicht immer nur auf seinem Stream-Account bei Twitch sehen will, und auf der anderen Seite möchte ich natürlich mein eigenes Teil auch ein bisschen nach vorne bringen. So, ihr wisst im Großen Bescheid, ich war krank, Planetside, Battlefield 4, Call of Duty Ghosts, weiß ich noch nicht, ob ich das direkt zum Erscheinungstermin haben werde oder mir holen werde. Das werde ich noch kurz vorher Bescheid geben oder euch dann halt auch über Facebook wissen lassen. Alles klar, ich habe es mir gekauft oder ja, es dauert noch ein paar Tage. Hängt auch so ein bisschen davon ab, wie krass ich jetzt in Battlefield 4 einsteigen werde. Deshalb an dieser Stelle, Battlefield 4 wird bei mir das nächste große Ding werden. Das weiß ich absolut sicher. So, das war's. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in meinem nächsten Video und schreibt in die Kommentare, was ihr demnächst mit uns zusammen zocken wollt und ob ihr Planetside 2 weiter sehen möchtet. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis dahin. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao und tschüss.